Traute Ferri und Wolf Neuber. Ich glaube, dass der Text Themen aufgreift, und zwar anhand dieser Figur des Laurenz. Jemand, der in seinem Alltag auch eigentlich eine gewisse Zufriedenheit erfährt. Ist denn das möglich? Schon 5:30? Ich glaube, wir können für heute Schluss machen. Ich habe nichts dagegen. Wir sind in den letzten Tagen immer so lang da geblieben. Sind Sie nicht sowieso schon sehr überarbeitet? Sie sehen so blass aus, Herr Mandl. Dass da so ab und an in dieser Routine, in diesem Alltag kleine Risse entstehen, so was Leichtes anfängt rauszuflirren. Sitzen bei Ihrem Mantel die Knöpfe auch immer so locker? Und er dann von diesem Geschäft, Geschäft mit Träumen reingesogen wird und sich auf einmal diesen unterbewussten Dingen, die er aus ihm herausbrechen, stellen muss. Ich kann keine Tunnel mehr. Ich kann keine Hände mehr. Blut, Blut. Da ist der Tunnel. Meine Hände. Ja. Nein. Stopp. Wenn man das erste Mal hört, dann ist es auch sehr, sehr unterhaltsam, ist sehr sinnlich geschrieben und hat einfach eine total spannende Ästhetik. Aber je mehr man sich eben damit auseinandersetzt, merkt man, wie viel Politik oder auch Kritik im Hörspiel einfach angelegt ist. Für mich, das Stück kommt nicht nur als Hörspiel. Für mich, das Stück persönlich kommt als Oper. In diesem Bachmann-Text war für mich sehr kernig, weil einerseits, wie kann man trotzdem also eine neue Musik erschaffen, dass sie trotzdem als Musiktheater kommt, also Sprechtheater, und trotzdem neu vokal gesungene Musik. Ich glaube, ich muss nicht viel davon reden, glaube ich. Am besten man hört das.